go, welcome to the Schoko Show. Yeah, da sind wir wieder in meinem dritten Video für heute und ich glaube, das ist auch das letzte, weil ich fahre nämlich gleich zum Strand, wie ich eben schon erwähnt hatte. Und ja, das ist hier meine Juli-Favoriten. Ich muss jetzt mal überlegen, was ich gerade überhaupt drehe, weil ich gerade schon einen DM-Horror gedreht habe und meine Alltagsbegleiter. Jetzt ist das Juli-Favoriten-Video dran und ich schieße gleich los mit meinem absoluten Lieblingsduft für den Sommer. Davidoff Cool Water für Frauen. Ich liebe das ja für Männer, ne? Habt ihr das schon mal gerochen? Oh, das ist so cool. Kann das ja nicht ab, wenn jetzt zum Beispiel, wenn Sommer ist und man trägt so einen richtig schweren Alien-Duft oder sowas. Und das, ne, da kriege ich Atemnot von. Das ist echt ganz schlimm. Und dieser hier, der ist wirklich total genial, total frisch. Und meine Freundin sagte letztens auch, als wir mal wieder zum Strand gefahren sind, sagte sie, ey, sagt sie, du riechst so cool, so für den Sommer, so richtig fresh und so. Ich sag, ja. Ich sag, das ist Davidoff Cool Water für Frauen. Ey, cool. Und wisst ihr was? Das war gar nicht so teuer, weil ich habe einfach das Deodorant gewählt. Hier. Es gibt das ja nochmal als Eau de Toilette. Aber ich habe mir einfach gedacht, ach, für den Sommer so, wenn man sich das einfach so extrem doll immer raufsprüht, reicht auch einfach das Deo und ja, man riecht es trotzdem und ich finde es super, super toll. Also ich weiß nicht, ich sprühe mir das auf für, keine Ahnung, eine halbe Stunde, fahre dann zum Strand, springe ins Meer und dann riecht man das sowieso nicht mehr. Und ob das jetzt nun Odeorant ist oder ein Eau de Toilette, weiß ich nicht. Ich finde einfach, das reicht mir und es ist günstiger und ihr kriegt es auf jeden Fall auch wieder bei Douglas. Dann war ich wieder im Drogeriemarkt und ich habe mir einen P2 Lippenstift gekauft, Pure Color Lipstick. So sieht der aus. Das ist die Farbe 059 Copacabana. Geil, oder? Moment, ich swatch euch den. So cool. Ich habe die Farbe auf meinem Handrücken im Laden geswatcht und gleich, yo, gekauft. Der ist so cool und so richtig schön, so Korallenfarben, gerade jetzt so die Farben, die total in sind. Ich finde diese Farbe einfach für den Sommer perfekt und gekauft. Ja, Liebling für den Monat Juli. Dann habe ich meinen Blush, den ich auch wirklich ganz, 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 ganz doll lieb habe, den ich bei Cosmetic for Less gekauft habe. Da habe ich auch ein Haul drüber gedreht. Nur ich muss euch jetzt nochmal wirklich den hier vorheben. Diesen hier. Und zwar ist der so genial. Ich trage ihn im Moment nur noch, außer jetzt. Jetzt habe ich gerade einen anderen drauf. Das ist der Sunrise 924 von Sleek. Ja, wirklich sehr zu empfehlen. Ich weiß gar nicht, ich kann euch den mal swatchen. In der Verpackung hier sieht er eher aus wie ein Bronzer. Also er ist wirklich ziemlich braun mit einem Goldschimmer. Aber wenn ihr den auf den Wangen tragt, dann wird der so, hat er so einen rosanen, ja, dunkelrosanen Effekt mit Goldschimmer. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so schön erkennen könnt. Da so neben. Aber ich finde den wirklich total cool. Ja. Das ist auch ein Juli-Favorit von mir geworden. Auch Sunrise passt auch für den Sommer wieder. Ja, und dann habe ich mir mal bei Douglas vor längerer Zeit einen Lipgloss bestellt. Oder zwei Lipglosse bestellt. Und ich mag ja wirklich überhaupt gar keinen Lipgloss. Also, naja, ich bin lieber so ein Lippenstift-Typ. Und ja, ich habe mir aber gedacht, bei Douglas ist es ja so, wenn man dann irgendwie einen Bestellwert von 25 Euro hat, bekommt man eine versandfreie Lieferung. Und ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, 20 Euro oder irgendwie was darunter. Und ich habe mir gedacht, naja, du kaufst dir lieber noch ein Lipgloss, bevor du den Versand bezahlst und hast da nichts davon. So. Dann habe ich mir das Lipgloss hier reingepackt. Das hat, glaube ich, 4,95, 2,95 oder so gekostet. L.A. Color. Also ich habe das ausgepackt aus dem Karton und ich dachte, das ist voll orange. Guckt euch das mal an. Das ist die Farbe Lot 9652 LA Color Moisturizing Lip Gloss. Brilliant, Elevers, keine Ahnung, was hier alles draufsteht. Auf jeden Fall habe ich das erstmal in die Schublade gesteckt. So.
weil ich dachte, naja, Lipgloss ist sowieso nicht so mein Fall und die Farbe erst recht nicht. Aber letztens habe ich hier mal ein bisschen meine Kosmetik aufgeräumt und habe diesen wieder unter die Fittiche bekommen und habe den mir einfach mal aufgetragen, so just for fun mäßig. Und ich fand den richtig gut und ich habe mich total erschrocken, dass ich auf einmal so begeistert von diesem Lipgloss bin. Ich trage ihn mir jetzt mal auf. Also der ist wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der ist nicht so flüssig, der ist ein bisschen fester. Ihr seht das schon, wenn ich den hier raushole, dass der so richtig klebt noch dann da dran. Mann. So. Und es ist so, der ist so richtig, ja, ein bisschen klebriger. Und der verteilt sich total gut auf den Lippen. Moment, ich zoome euch mal ran. Und jetzt trage ich mir den mal auf. Seht ihr das, wie toll der schimmert und der macht so ein ganz glattes Ergebnis. Eigentlich ist Lipgloss ja nicht so mein Fall. Eigentlich ist Lipgloss ja nicht so mein Fall. Ja, aber diesen hier habe ich echt lieb gewonnen. Und das ist, wie gesagt, der LA Color Moisturizing Lip Gloss in der Farbe Lot 9652. Und weil euch der jetzt gefallen hat, gibt es auch noch in anderen Farben. Ich habe ihn auch noch in so einem rosa Ton. Aber diesen hier mag ich im Moment einfach viel lieber. Ich habe ja auch so ein orangenes Top an. Das habe ich übrigens von Telly Whale. Guck mal, das ist so locker. Und da ist so ein Elefanti drauf. Und den finde ich so süß. Und ja, für den Sommer eigentlich perfekt. Und dazu passt der hier sehr gut. Und auch mein Blush. Mein Life is a Peach von Sleek. Ja, trage ich heute alle. Ja, dann habe ich einen letzten für den Juli. Und zwar ist das die Shady Lady Palette von The Balm. Habe ich auch in meinem Cosmetic for Less Video vorgestellt. Aber ich muss sie auch nochmal einfach hervorheben, weil ich einfach wirklich total überzeugt bin. Sie ist nicht günstig, 35,70 habe ich bezahlt dafür, aber ihr habt ein ganz, ganz tolles Ergebnis davon. Also ich kann sie euch wirklich nur empfehlen, die schimmern, also die Farben schimmern, sie sind richtig stark pigmentiert und ihr kriegt damit ein Wahnsinns-Augen-Make-up hin. Ja, und wir sind am Ende mit meinen 3 Videos. Yeah, geschafft. Und ich werde jetzt nochmal das schnell alles auf den PC ziehen. Das jetzt gerade zu schneiden, schaffe ich nicht mehr, weil wir ja jetzt an den Strand wollen. Aber ich hoffe, wir sehen uns in meinen nächsten Videos wieder. Und die anderen Videos, den DM-Haul und meine Alltagsbegleiter, die packe ich euch, dazu packe ich euch den Link unten in die Infobox. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Ja, und bis dahin würde ich mich auch noch freuen, wenn ihr mir bis Instagram folgt, weil ich habe seit neuestem Jahr auch Instagram. Demnächst folgt dann noch eine Facebook-Seite von mir. Das dauert aber noch einen kleinen Moment. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn wir außerhalb von YouTube bei Instagram ein bisschen Kontakt pflegen können. Das war's jetzt schon und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Eigentlich ist Lipgloss ja nicht so mein Fall.